Powerfrau Barbara Becker schwingt derzeit auf dem Let's Dance-Parkett das Tanzbein. Die 52-Jährige hat absolut das Zeug dazu, Dancing Star 2019 zu werden. Schließlich hat sie in ihrem Leben schon viel größere Hürden genommen. In jungen Jahren absolviert sie eine Gesangs- und Schauspielausbildung in München. Doch ihre Bekanntheit erlangt Barbara erst durch die Hochzeit mit Tennislegende Boris Becker im Jahr 1993. Die Ehe hält allerdings nur 7 Jahre. Danach lebt die gebürtige Heidelbergerin mit den beiden gemeinsamen Söhnen Noah und Elias in den USA. Nach der Scheidung macht sich Barbara als Designerin und Unternehmerin einen Namen und arbeitet wieder als Schauspielerin. 2009 heiratet sie den belgischen Künstler Arne Kienzel. Doch auch diese Ehe geht nach 2 Jahren in die Brüche. Doch bekanntlich sind alle guten Dinge 3. 5 Jahre nach der Trennung lernt die schöne Brünette den 33-jährigen Juan López Salaberry kennen. Der Unternehmer zaubert der 52-Jährigen bis heute ein Lächeln ins Gesicht. Ob die beiden heiraten werden, steht aber noch in den Sternen. Seit 2012 designt Barbara ihre eigenen Modekollektionen. Seit 2017 verkauft die Designerin ihre Fitnesskollektion Miami Fit beim Teleshopping-Sender QVC. Jetzt ist Barbara also bei Let's Dance zu sehen und will mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato bis ins Finale kommen. Auf der Bühne macht die Fitnesstrainerin eine ziemlich gute Figur. Mit diesem durchtrainierten Body ist die fitte Designerin bestimmt keine leichte Konkurrenz.